schön, dass du da bist zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Hörbücher und Radionachrichten. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was unser Leben schöner, entspannter und intensiver macht. Und heute ist bei mir Karin Kuschig, ehemals Radiomoderatorin, mittlerweile schon mehr als 2 Jahrzehnte lang Coach, Trainerin für Führungskräfte, außerdem immer wieder auf der Bühne als Speakerin oder Moderatorin für Wirtschaftsunternehmen. Und ihre große Leidenschaft sind Tools für effektive Selbstführung. Anders ausgedrückt, alles, was das Leben leichter macht und uns vom Wollen ins Tun bringt. Und damit sind wir schon bei ihrem wunderbaren Buch 50 Sätze, die das Leben leichter machen. Tja, wie einfach das Leben sein kann, wenn wir die richtigen Sätze im Kopf haben, darüber sprechen wir heute. Viel Spaß beim Hören. Liebe Karin, herzlich willkommen. Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich sag's gleich schon mal vorweg, du hast für unsere Hörerinnen und Hörer ein Geschenk mitgebracht, digitale Postkarten mit einigen deiner besten Sätze. Was es damit auf sich hat und wie man die findet, das erklären wir am Schluss noch mal genauer. Aber es sei schon mal erwähnt für die Vorfreude. Ist ja nett. Geschenke sind immer schön. Geschenke sind immer schön. Ich habe mir ja als Geschenk an mich deine 50 Sätze schön auf so einem Zettel ausgedruckt, dass ich den immer in der Hosentasche dabei habe, ne? Dass ich die richtigen Sätze verrate. Hast du? Ehrlich? Ja. Genau. Und hast du schon einen Lieblingssatz? Ich habe tatsächlich einen Lieblingssatz, der ist raspelkurz, der besteht nur aus 2 Worten. Mhm. Wie gesagt. Oh, wie gesagt. Ist sehr schön. Das ist die Geschichte mit der Frau, die so super Go-Getter-mäßig im Beruf ist und bei ihrer Mutter dann wie ein kleines Kind war und nicht mehr wusste, was sie machen sollte. Stimmt's? Ganz genau. Die Mama hat ihr immer viel Essen hingestellt und sie konnte sich nicht wehren, ne? Genau, und sie hat immer gesagt, nee, du bist doch so dünn, isst doch. Nee, ich bin schon satt und klatsch die nächste Ladung. Dann hat sie es brav aufgegessen und war wirklich pappsatt und dann klatsch die nächste. Und die Mutter war übergriffig bis zum Abwinken. Und irgendwann habe ich sie dann halt gefragt, naja, was könntest du machen, wenn du voll in deiner Kraft wärst? Was würde denn jemand machen, der total souverän wäre? Mhm. Dann ging das große Rätselraten los. Und irgendwann habe ich gesagt, na, du hast es doch schon gesagt. Ja, ich habe sie erklärt. Ja. Und was sagt man, wenn man es schon mal erklärt hat? Und dann kamen wir drauf, ja, wie gesagt. Und genauso hat sie es gemacht. Und dieser, ich glaube, 28 Jahre lange Kampf hatte ein Ende. Sie hat einfach beim nächsten Mal nichts gegessen. Dann hat die Mutter gefragt. Dann hat sie gedrängt. Warum isst du denn nichts? Und dann hat sie gelächelt, sich zurückgelehnt und gesagt, na, wie gesagt. Und dann war es zu Ende. Herrlich. Herrlich. Und ich habe es mir ausgesucht, weil ich bin so in der Kategorie Erklärbär, dass ich oft, okay, dann erkläre ich was und denke dann, vielleicht ist es nicht richtig angekommen. Ich sag's nochmal in anderen Worten. Vielleicht versteht mein Gegenüber mich dann besser, aber es wird nicht besser. Weißt du, wieso? Weil wenn du was erklärst, bist du ja im Kopf. Und der andere dann auch, weil er ja seinen Kopf braucht, um das zu verstehen, was du sagst. Wenn du aber aufhörst, was zu erklären im Kopf und vielleicht ein Beispiel bringst oder Metapher oder sowas, was ans Gefühl geht, dann haben die Chance, die Menschen, dass was vom Kopf direkt ins Herz sinkt, dann sind sie direkt betroffen und berührt. Und dann kommt dieser Magic Moment, wo dann ein Lächeln kommt oder irgendwas im Auge glitzert und dann heißt, ach so. Und du denkst, aber ich habe es doch schon 10 Mal gesagt. Aber beim 11. Mal hast du es halt ein bisschen anders gesagt. Ist schön, ne? Ich hatte neulich diesen Spruch, den ich ja auch liebe, also gar nicht als Spruch, sondern als Wahrheit im Endeffekt. Sorgen sind sinnlos, ne? Und Angst ist ja auch freiwillig. Und ja, das ist auch sowas, was man im Kopf hört und dann will der Kopf da antworten und findet dann Argumente und dann bleibt es alles auf dieser Kopfebene. Aber irgendwann mitten im Coaching habe ich gesagt, Mann, Sorgen sind genauso sinnvoll, wie dir ein Pflaster aufzukleben, bevor du dich geschnitten hast. Ach, wunderbar. Das machst du doch auch nicht. Ja, weißt du, hast du gemerkt gerade? Ja. Dann geht's runter, ne? Ja. Dann sagt es so, dann ist es irgendwo weiter unten. Ja, man ist mit seinem Gefühl bei seiner Haut, wo man sich das Pflaster vorstellt. Und da ist man schon im Körper.
Ja, du hast, du machst eine Erfahrung in dem Moment. Du machst diese Erfahrung, wieso soll ich das da drauf? Und dann kommt plötzlich diese Sinnlosigkeit von Sorgen an. Warum sollte man über etwas, was noch gar nicht eingetreten ist, jetzt seine gegenwärtige Zeit verplempern? Das macht keinen Sinn. Ja. Gerade dachte ich, dieses, wie gesagt, im Grunde passt das zu all deinen Sätzen. Die sind einfach kurz und knackig und Ende. Man sagt den Satz und Punkt. Weil dieses nochmal erklären und nochmal, dann kommt nämlich die Diskussion, Mann, und du hörst gar nicht auf zu reden und dauernd redest du viel mehr als ich. Dann ist man schon in einem anderen Thema. Mhm. Dann ist man auf so eine Metaebene. Wer kommt hier eigentlich zu Wort und nicht, ne? Ja, und du bist auch schnell in so einem Dramadreieck, weil dann geht's, kommen die Sätze mit Aber und Weil, ne? Aber ich hab's doch nur gesagt, weil du, und wenn du nicht immer so, dann würde ich, und dann kommst du so in dieses Dramadreieck und dann geht's auf so einer argumentativen Kopfebene los und ganz ehrlich, da kannst du ja sowieso nur verlieren, weil, ja, willst du jetzt recht haben oder glücklich sein? Mhm. Also, lieber glücklich sein. Ich auch. Weil, auch wenn du recht hast. Ich hatte neulich auch recht bei einem Rechtsstreit, habe aber nicht recht gekriegt. Okay. Fand der Anwalt auch normal. Ja. Nö, Frau Kuschig, natürlich haben Sie recht. Dann sage ich, ah, das ist ja super. Dann gewinnen wir. Er sagt, nee, Quatsch. Sie kriegen doch nicht recht, nur weil Sie recht haben. Ich so, aber ist echt? Ich war super, super naiv. Ne? Mhm. Ich dachte aber, das ist doch toll, dann ist ja jetzt alles klar. Nee, gar nichts war klar. Lustig. Da sind die Gesetze manchmal anders. Ja, klar. Dehnbar, beugbar. Mm. Ich habe beim Lesen deines Buches manchmal wirklich schallend lachen müssen. Also einerseits, weil es so vergnüglich geschrieben ist mit deinen ganzen Geschichten. Und andererseits fühlt man sich manchmal so herrlich ertappt. Also wenn man nämlich deine hilfreichen Sätze liest, dann merkt man erstmal, wie viel Mist die Quatschis im eigenen Kopf dauernd vor sich hin plappern und uns damit mehr blockieren als ermutigen. Du hast gerade schon diesen, da verzeih ich mir am besten gleich mal selbst, Satz erwähnt. Also, weil, wenn das schief geht, dann ist doch meist, oh nein, ich bin so blöd, wie peinlich ist das denn? Mhm. Und dann stattdessen zu denken, hey, das verzeih ich mir am besten gleich mal selbst. Also einer meiner Lieblingssätze auch, außer, wie gesagt, für mich als Perfektionistin ein wirklich heilsamer Satz. Ja, ich bin auch Perfektionistin und zwar, wie man gerade hört, und zwar gerne im Übrigen, ja, weil ich Schönheit einfach toll finde und Formvollendung toll finde. Und alles hat ja trotzdem zwei Seiten. Und diese andere Seite, die es halt hat, dieses Dranbleiben und das darf noch besser werden und so, ja, dieses Bedingungslose, da kann man ja Gnade walten lassen und Gnade oder Nachsicht schafft ja dieser wunderschöne kleine Satz, das verzeih ich mir am besten gleich mal selbst. Mir ist es ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen, dass ich ihn schon quasi vorab verschenkt habe. Das ist bei mir wirklich DNA, ja. Das, ich nutze ja natürlich auch alle selbst, ist ja klar. Ja. Oft ist es ja so, dann ist man in einer Situation, in der einem die Worte fehlen. Und dann fällt einem später eine wunderbar schlagfertige Antwort ein. Ach, ich hätte ja sagen können. Aber im richtigen Moment hatten wir es einfach nicht parat. Aber wenn ich dich richtig verstehe, du meinst gar nicht so, oder es geht dir gar nicht so sehr um Schlagfertigkeit, als vielmehr darum, welche innere Haltung der richtige Satz zur richtigen Zeit in mir hervorruft, oder? Ja, das finde ich ja toll, dass du das genauso rausgelesen hast, denn genauso meine ich's. Ich erlebe oft das Gegenteil, dass die Menschen wirklich denken, obwohl ich es ja so oft sage und du es ja offensichtlich auch gehört oder gelesen hast, dass es um Worte geht, dass sie jetzt einfach 10 Sätze brauchen, wenn sie die dann haben, dann klappt's, ne? Ja, das ist gut. Das ist gut, die im Gepäck zu haben, als Sicherheit. Genauso wie es gut ist, sich anzuschnallen, obwohl man Formel-1-Fahrer ist und also offensichtlich Auto fahren kann. Das ist gut, die zu haben für die Sicherheit. Aber wichtiger als die Sätze ist eine Haltung, eine innerlich souveräne Haltung, die ja entsteht, indem du zum Beispiel sagst, ich entscheide, was ich denke, was ich fühle und wie ich mich verhalte. Das kann ja niemand anderer entscheiden, außer dir selbst. Und wenn du das selbst entscheiden möchtest und dir klar bist darüber, dass du eben auch in diesem Driver Seat sitzt, dann hast du ja eine andere Haltung. Aus der Haltung heraus trauen sich die Menschen mehr. Und dann brauchen sie die Sätze vielleicht gar nicht mehr, die sie so schön in petto haben. Mhm.
Und trotzdem habe ich natürlich das Buch geschrieben, weil es klingt ja fast wie ein Aufruf, Mensch, werft es weg, ihr braucht gar keine Worte. weil natürlich die 10 dürfen ja irgendwo herkommen oder 12 oder 8, vielleicht braucht auch einer nur 3. Und die kann man sich ja da schön raussuchen, weil da gibt's ja, ich weiß nicht, viel mehr als 50 Geschichten, wahrscheinlich 150 Stories aus dem Alltag auch, ne? Oder aus dem Businessleben, wo ja deutlich wurde, wer hat's mal benutzt und wie hat's da geklappt oder wie hätte es geklappt, wenn er es benutzt hätte, ne? Mhm. Dann lass uns doch noch ein paar von deinen schönen Sätzen angucken. Sehr, sehr wunderbar und kraftvoll ist schon gleich Satz Nummer 1. Wer mich ärgert, bestimme immer noch ich. Tada. Ich glaube, der ist auf deiner persönlichen Hitliste auch ziemlich weit oben, oder? Mhm. Nummer 1, mit Abstand. Und zwar nicht, weil ich ihn so toll finde, sondern weil er so wichtig ist. Mhm. Ich glaube, er ist einfach wahnsinnig wichtig als Haltung. Und ich habe gerade jetzt mit der Community auf Insta mal eine Abfrage gemacht, wo sind denn die Top 5? Ja, also was steht denn jetzt ganz oben? Mit großem Abstand war es tatsächlich, wer mich ärgert, bestimme immer noch ich. Toll. Im Übrigen gefolgt von das verzeih ich mir am besten gleich mal selbst. Ja. Deiner ist auch dabei auf 5, wie gesagt. Ich finde es wichtig mit dem, wer mich ärgert, bestimme immer noch ich. Und deswegen habe ich es auch bewusst auf 1 gesetzt und auch als erstes geschrieben. Ansonsten habe ich alles querbeet geschrieben. Ich glaube, nach 1 habe ich Kapitel 17 und dann kam 3 und dann 42 und wie ich gerade drauf war an dem Tag. Aber den habe ich am Anfang geschrieben, diesen Satz, dieses Kapitel dazu, weil ich das so wichtig finde, dass wir uns immer wieder mal klar machen, es stimmt doch nicht, dass irgendjemand mich aufregt. Ich reg mich doch auf. Ja, so ist ja, es. Mich, weißt du, oder? Mhm. Wer mich ärgert, das bestimmt doch ich. Ich kann doch jetzt sagen, okay, ich lasse es sein oder ich lach's weg. Oder ich wink ab, oder ich reg mich auf, oder ich erklär's, oder ich frag nach. Es gibt so viele Möglichkeiten zu reagieren, aber Ärger ist doch nur eine kleine, die allen schadet, dir und dem anderen auch. Ja, und wie du, ich musste auch da an der Stelle so, so lachen, weil du schreibst, mit der Energie, die Menschen weltweit täglich darauf verwenden, sich über andere aufzuregen, könnten wir vermutlich dauerhaft ganze Städte beleuchten. Wir haben in der Familie mal eine Zeit lang so einen Running Gag gehabt. Heute schon gemeckert? Weil genau dieses Phänomen, dass wir dann Leuten begegnen, die sich über jeden Kinkerlitz aufregen. Ja, es ist halt vergeudete Energie. Das Leben ist so kurz, weißt du. Also vielleicht ist meins heute zu Ende, vielleicht in 50 Jahren, aber irgendwie dazwischen wird es wahrscheinlich sein. Und keiner kennt ja sein Haltbarkeitsdatum, wurde ja schlicht nicht mitgeliefert. Und insofern finde ich das immer mal wieder gut, dass wir uns so benehmen, als hätten wir das verstanden. Ja. Weißt du, also was möchtest du erleben? Wirklich Ärger? Okay, dann reg dich auf. Ne? Aber wenn jemand gerne seine Ruhe erleben möchte und Frieden und Harmonie und was Schönes oder Freude, was Lauteres, ein schöneres Gefühl, naja, dann verhalte ich halt so. Es macht keiner das Gefühl. Ich hatte mal einen CEO im Coaching und der hat gesagt, ja, Frau Kuschig, bei 10 Leuten bin ich echt gut beim Reden halten, sage ich. Aha, cool. Und bei 15? Ja, ein bisschen schwieriger. Und bei 100? Nee, 100 geht nicht. Ach. Ich sage, wieso geht 100 nicht? Ja, da fühle ich mich ganz schlecht. Und dann habe ich gesagt, ach so, ja, dann fühlen Sie sich doch lieber gut. Ist besser wahrscheinlich, oder? Und er, was? Ich sage, naja, wer macht denn das Gefühl? Ja, ich sag doch gerade, ich fühle mich schlecht, meint er. Und ich sag, ja, ich habe sie schon verstanden, aber wer macht denn ihr Gefühl? Die 100 Leute da unten, die sie gar nicht kennen, oder sie? Ja, und dieses Driver-Seat-Ding von diesem, wer mich ärgert, bestimmt immer noch ich-Satz und von vielen anderen, das ist ja wichtig, sich mal wirklich klar zu machen, ist das eine Erlösung? Ich hab's ja in der Hand, ich kann's ja selbst bestimmen. Selbstführung ist aus meiner Sicht das absolut Wichtigste. Alle wollen immer Führungscoachings. Mhm. Ich will als Führung wachsen, als Führungspersönlichkeit. Well, you know what? Führ dich zuerst, das ist einfacher. Dann geht's fast automatisch, ne? Ja, ja, das glaube ich auch. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Also wer sich versteht, versteht die Welt. Ne? So ist es. Und wenn ich bei mir bin,
dann bin ich auch wirklich total echt im Umgang mit anderen, mit Mitarbeitenden, die ich führen will. Ich mache nicht irgendwie was her, ich mache nicht eine Fassade. Ja. Ja, das fühlst du ja auch, oder? Genau. Man fühlt es ja so, das ist jetzt Show oder das ist jetzt, so wäre es, wenn ich so wäre, aber ich bin nicht so. Das ist Image oder, ja, weiß nicht. Und wenn es echt ist, fühlt man es eben auch. Dann ist es einfach. Dann hört doch das auf, was du vorhin, wie hast du das genannt, diese 1000 Stimmen im Kopf? Ja, ja, die Quatschis. Die Quatschis, genau. Mhm. Korsen sagt das, die Quatschis. Ne? Genau. Aber genau, im Buddhismus sagt man Monkey Mind, ne? Also die Äffchen, die im Kopf da rumspringen. Das Monkey Mind ist ja immer an und es ist ja immer laut. Und die Menschen sagen ganz oft, oh, wenn ich abends im Bett liege, dann wird es plötzlich laut. Nee, es ist 24/7 laut, aber abends ist es außen leise, sodass du es lauter innen hörst. Genau. Ja. Weißt du, es ist ja auch morgens so oder in der U-Bahn, aber das kannst du halt da nicht hören. Da du gerade Korsen erwähnt hast, ich bin ja auch großer Fan von ihm und ich habe bei dir was entdeckt, was eine Parallelität zwischen euch ist, das finde ich toll. Satz Nummer 8, ich verstehe sie absolut und ich möchte gern was anderes. Das Entscheidende ist nämlich das Wörtchen und, sagt auch Korsen. Warum ist das so entscheidend? Na, aber schließt immer aus, ne? Wenn du sagst, ich verstehe dich total, aber es ist mir wichtig, dass das so und so und so ist, dann ist es für den anderen eine Einladung, in dieses Dramadreieck zu springen. Dann sagt er, ja, aber ich habe es dir doch gerade erklärt. Und dann sagt der andere wieder, ja, aber ich mache es ja nur weil. Und dann geht wieder diese Erklärrunde los. Wenn du aber sagst, ich verstehe dich total und es gefällt mir nicht, was ich da gerade verstehe. Mhm. Ja? Ich kann ja sehr wohl verständnisvoll sein, empathisch sein, absolut verstehen, worum es der anderen geht und nicht mögen, was ich da verstehe, worum es der anderen geht. Das ist ja wunderbar möglich. Oder es ist ja auch möglich, zum Beispiel empathisch und intolerant zu sein. Geht ja total gut. Also und verbindet, um die kurze Antwort zu geben, ne, und verbindet immer, lässt A und B, also links und rechts, stehen auf der Waagschale. Und aber schließt immer aus, macht immer das kaputt, was vor dem Aber stand. Immer. Ja. Und es ist immer ein Gesprächseinstieg. Ein Aber ist eine Einladung in ein Streitgespräch, weil nach Aber weil kommt. Also der Grund, die Rechtfertigung, dann der Angriff. Bei und ist Feierabend. Das ist diese Geschichte. Wie ein Zauberwort. Ja, ja, ich finde das auch so. Auf Englisch sage ich immer, end is the end. Ja. Weil, ne? Weil wenn du end sagst, I totally understand you end, I don't like it, dann ist so, ja, das ist ja doof. Ja, im Zweifel lacht man dann zusammen, weil es irgendwie lustig klingt auch, ne? Genau, ist auch oft so. Bist du so verblüfft. Und dann lachen die meisten, weil sie sagen, ja gut, dann war es jetzt, oder? Ja. Und das war ja diese Geschichte mit der Frau auf dem Dach hier in Berlin, ne? Die einfach mit mir arbeiten wollte und dann immer das Handy anhatte und alle 3 Sekunden hat es gebimmelt und geblitzt. Und dann so wollte ich nicht arbeiten, ne? Unter den Bedingungen. Mein Handy war aus. Und dann, dann meinte sie halt, ja, ich weiß, wer das ist, es ist okay. Und ich dachte, ich bin jetzt total charmant und sage, möchtest du es lieber ausmachen? Sie so, nee, stört ja niemanden. Und ich so, doch, mich. Und dann kam diese riesenlange Erklärung, warum jetzt das wichtig ist und da und A bis Z alles durch. Und dann hat sie gesagt, verstehst du? Und dann habe ich gesagt, na klar, verstehe ich dich. Und sie meinte, dann ist ja gut. Und dann habe ich gesagt, ich verstehe dich total und das gefällt mir nicht. Das ist so entwaffnend. Dann war es aus, vor allen Dingen, Jutta. Ja. Dann war es aus. Und wir haben nie wieder darüber geredet. Es ist so, es hat so eine Power. Es ist ein bisschen eine Entmachtungsstrategie, würde ich sagen. Mhm. Oder? Ich muss das mal zu Hause ausprobieren. Das gibt's auch. Weißt du, mit diesem Handy am Tisch und so. Ah, ja. Gutes Beispiel. Ja. Ja. Ich will nur kurz und so, ne? Ja. Nur mal eben schauen.
Genau. Ja, genau. Ganz kurz. Und das kennst du ja selber, dann wenn du es in die, du wolltest nur mal kurz was schauen und dann siehst du, springen dich die 5 Push-Nachrichten an, die du dann auch noch eben liest. Ja. Und dann dauert es nämlich länger. Kurz schauen willst. genau. Ich habe noch einen anderen Satz, den ich auch toll finde. Eine sehr charmante Art, Nein zu sagen. Ich fühle mich hier gar nicht zuständig. Ja, das ist so ein bisschen Frauenthema. Hat sich bei mir mindestens rausgestellt. Also in meinem Coachings ist mir das aufgefallen. Ich habe ja viel mehr Männer als Frauen im Coaching gehabt, weil ich meistens Business-Coachings gemacht habe. Und da sind einfach mehr Männer auf den hohen Positionen, ob man das so mag oder nicht. Und die hatten dieses Thema aber nicht. Es waren die Frauen, die mit dem Abgrenzungsthema kommen. Ja, und ich bin hier nicht zuständig, ist ja ein klarer Abgrenzungssatz. Und da spielt der Tonfall natürlich eine wesentliche Rolle, ne? Weil wenn du den so hinschmeißt, dann ist das natürlich auch irgendwie eine Kampfansage. Mhm. Aber wenn du charmant im Ton bleibst, das P sollte eigentlich zu Plauderton gehören, und in so einem schönsten Plauderton dann sagst, du, ich bin da gar nicht zuständig. Frag doch mal die Ursel. Hä? Dann, ja, ist ja gar nicht mein Job, weißt du? So, ich gehe da mal, tschö. Ne? Dann ist das plötzlich so, was war denn das jetzt? Wieso waren das so leicht? Wieso nimmten die das jetzt so leicht? Hä? Und dann lässt du den anderen halt stehen. Ne? Mhm. Deswegen finde ich immer wichtig, diese Kombination aus Plauderton, charmant vom Lächeln her vielleicht und sehr klar in der Aussage. Mhm. Das wirkt. Ja, der Ton ist total wichtig, ne? Sonst könnte es auch zickig rüberkommen oder auch unsicher. Ich versuche das mal zu sagen, ich bin dir aber gar nicht zuständig. Ja, und schon stimmt, ist könnte es auch dann so ein Opfersatz sein. Ja, schön. Stimmt, kann beides sein, ne? Ja, genau. Deswegen, der Ton spielt hier wirklich die Musik. Also das ist super wichtig. Ich glaube, ich habe im Buch geschrieben. Das sollte immer so klingen wie, ich glaube, ich nehme noch eine Apfelschorle. Also wenn die wichtigsten Sätze so klingen, dann hast du es geschafft. Dann bist du da an diesem schönen, ruhigen Ort, der innere Souveränität heißt. Okay, die Apfelschorle. Ich sage mal du, aber ich meine nicht dich damit. Ne? Ich meine alle Menschen. Ja, alles gut. Das mit der Apfelschorle, genau, das schreibe ich mir jetzt noch über die Sätze, dass man das immer als Tonfall im Sinn hat. Genau. Oha. Du hast ja so einige Sätze im Repertoire, die man vielleicht eher innerlich zu sich selbst sagt. Also sowas wie Sorgen sind sinnlos, kann man ja auch prima einfach still zu sich selber sagen, wenn man dazu neigt. Passt super gut, finde ich. Oder es ist, wie es ist, wie es ist. Es könnte auch ein gutes Selbstgespräch sein. Andere wiederum ganz klar dafür gedacht, dass wir es anderen tatsächlich sagen. Und da gibt es echt Sachen, wo ich denke so, boah, puh, echt jetzt? Kann ich das sagen, ohne jemanden zu kränken? Satz Nummer 11. Ehrlich? Ich merke gerade, dass mich das Thema nicht wirklich interessiert. Und da habe ich so an einen Freund gedacht, der sich wirklich bei allem und jedem auskennt und die schönsten Vorträge halten kann. Und wenn ich mir vorstelle, der ist gerade mal so richtig in Fahrt und ich grätsch so rein, ich merke gerade, dass mich das Thema nicht wirklich interessiert. Fühlt er sich da nicht total blöd und irgendwie fies ausgebremst? Na, also erstens ist es nicht deine Verantwortung, wie er sich fühlt, sondern seine. Ne? Weil auch er ist ja Pilot in seinem Leben und darf ja auch denken, was er will und fühlen, was er will und sich ärgern, wann er will. Das ist mal der eine Punkt. Trotzdem ist es natürlich klar, ich weiß schon, warum du fragst, weil wir könnten ja auch Vorlagen geben, dass Ärger oder Aufregung oder irgendwas wahrscheinlich ist, ne, durch die Art, wie wir da reden. Nö, ich finde es überhaupt nicht, weil hier kommt ja der Tonfall wieder rein. Wenn du sagst, du, ich möchte, habe ich neulich gemacht? Bei jemandem, der wahnsinnig gerne über Politik redet. Und ich rede so irrsinnig ungern über Politik. Ich möchte das nicht. Für mich ist das Zeitverschwendung, darüber zu reden, was wir machen würden. Und ich kenne zu wenig Fakten, ich weiß zu wenig, ich weiß nicht, wie es ist. Vielleicht hat der Mensch gegen seinen eigenen Impuls gehandelt. Habe ich ganz viele im Interview gehabt, die mir das dann off the record nämlich so erzählt haben. Ich will das überhaupt nicht machen, ich muss es machen, parteipolitisch und so, sonst werde ich nicht wiedergewählt. Oder was weiß ich. Wir wissen doch fast gar nichts. Und ich will nicht hier auf der Couch sitzen und alles besser wissen als Jogi Löw. Das ist einfach nicht mein Ding. Und dieser Mann, der eben so gerne über Politik redet,
der war dann so schön in seiner wilden Fahrt. Und dann habe ich gesagt, stopp. Ich möchte mal wahnsinnig gern dazwischen gehen. Nee, was habe ich gesagt? Ich möchte mal ganz uncharmant dazwischen gehen. Das wäre so dieses Stop, ne? State the obvious promptly. Also das Offensichtliche mal ganz, ganz krass und klar benennen. Also ich gehe jetzt mal ganz uncharmant dazwischen. Das also schon mal selbst über sich sagen. Und sagen, du, ich merke gerade, das Thema interessiert mich überhaupt nicht. Da kommen wir gar nicht zusammen. Das wird dir gar keinen Spaß machen, mit mir darüber zu reden. Mhm. Lass uns doch mal über Mallorca reden. Ist das Haus denn jetzt fertig? Oder so. Okay, nee, hast du gut gemacht. Und vor allem hast du ja Interesse an einem seiner Themen da noch angemeldet. Das ist außerdem, ja auch eine schöne, charmante Überleitung. Na, wenn es dein Freund ist, wird es ja Gründe geben dafür, dass es dein Freund ist, ne? Ja. Und klar, hast ja tausend Gründe, warum das dein Freund ist. Und wenn er jetzt nun mal Blau als Lieblingsfarbe hat und du halt eben Gelb, wieso sollst du dann einen Vortrag über Blau 2 Stunden hören? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Er darf doch Blau toll finden. Ist doch super. Und du darfst doch jetzt bitte dich für was anderes interessieren dürfen. Ja, also das muss doch jetzt nicht jeder zur selben Zeit auf dem Planeten immer dasselbe denken und gut finden. Das wäre ja komisch. Deswegen kann ich überhaupt nicht bestätigen von meinem Gefühl jetzt, dass das irgendwie für Krawall sorgen würde oder so. War auch nicht dein Wort. Aber ich glaube, wenn du da sagen willst, da will ich mal jetzt wahnsinnig gern dazwischen gehen. Ich merke gerade, das interessiert mich überhaupt nicht, das Thema. Ich bin eine ganz schlechte Gesprächspartnerin für dich bei der Sache. Dann würde der nicht sauer sein. Wozu? Du redest ja über dich. Ja, und trotzdem ist es dann oft so, dass man denkt, oh, das ist jetzt irgendwie unhöflich oder der andere kann mich nicht mehr leiden. Wir möchten die Harmonie nicht zerstören. Aber du sagst andererseits, dass wir ganz schön viel Lebenszeit und Ärger und Enttäuschung uns ersparen, wenn wir tatsächlich das Passende sagen, ne, im richtigen Moment. Na, aber ja, sage ich auf jeden Fall. Dann könnten Städte ja müssen Städte wieder anders beleuchten als mit dieser Kraft. Na, der Unterschied, ich glaube, wir meinen alle dasselbe, fällt mir gerade auf. Und zwar, was du angesprochen hast, ist ja, dass Menschen Angst haben, dass andere sich angegriffen fühlen könnten, weil ihnen ja gar nicht einfällt, dass sie mal eine Ich-Botschaft bringen könnten, so wie ich das gerade gemacht habe. Ich habe ja nicht gesagt, dein Thema ist total uninteressant oder du hast ja immer so Themen, die langweilig sind, also ja gar nicht negativ über den anderen geredet, sondern ich habe ja über mich geredet. Ich merke, mit dem Thema kommen wir gar nicht zusammen. Das interessiert mich ja überhaupt nicht. Ich habe ja nicht gesagt, du hast uninteressante Themen. Das ist ja nur ein Riesenunterschied, ob das Wort du oder ich in einem Satz ist. Und eine Ich-Botschaft, und das ist eine Tatsache, kann niemals verletzen. Das geht gar nicht, weil der andere ja gar nicht auftaucht in dem Satz. Und verletzt werden kannst du ja nur, wenn mal irgendjemand was über dich gesagt hat. Ja, ist total nachvollziehbar, die Ich-Botschaft. Das ist sowieso auch eigentlich ein Zaubertool. Ja. Also um Aufregung zu reduzieren, bestimmt. Wenn du dir vorstellst, du stehst jetzt an der Kasse und es hat sich irgendjemand vorgedrängelt und du bist dir ziemlich sicher, dass dieser Mensch es gemerkt hat und es eine Absichtstat war. Und da würde ja, was meinst du, was der normale Mensch oder üblicherweise jetzt, wenn was gesagt wird, gesagt wird? Was denkst du? Wenn sich einer vorgedrängelt hat, dann ist natürlich... Was sagt dann der? Ja, da habe ich aber gestanden und ich bin da eigentlich dran. Sie haben sich hier vor mich gedrängelt. Genau. Ich glaube, das Letzte wäre es. Sie haben genau gesehen, dass ich hier stehe. Sie haben sich vorgedrängelt. Was drängeln Sie sich denn vor? Gucken Sie mal, jeder wartet hier und so. Ich glaube, das ist der erste Impuls. Da bist du schon weiter gewesen mit der Ich. Ich glaube, da warst du schon in der Lösung. Ich glaube, der erste Impuls ist Sie. Sie, was machen Sie denn hier? Ne? Mhm. Und wenn du dann aber eine Ich-Botschaft stattdessen machen wolltest, ich habe das mal gemacht, ich übe ja immer am lebenden Objekt und so. Und dann war ich mal in so einem Laden und dann ist es genau passiert. Und dann dachte ich, nee, jetzt ernsthaft, oder? Oh, ja gut, gute Besserung, ich sag gar nichts mehr. Ne? Und dann dachte ich, nö, jetzt probierst du es mal aus. Und dann habe ich mich vor diesen Menschen gestellt und weiß gar nicht mehr, ob es Mann oder Frau war, habe geguckt und habe gesagt, ich gehe da mal auf meinen Platz zurück. Sehr schön.
Und dann Berlin, weißt du, da ist ja auch, willst ja auch was sagen. Und dann kiekt sie so und sagt, zurückgekommen ist er auf dem Platz. So war das Gespräch, also ein Selbstgespräch. Sie konnte nichts sagen, weil das Wort sie da nicht drin war, sondern nur ich gehe auf meinen Platz zurück. Mhm. Ja, kein Angriff. Ich glaube, das ist der große, große Unterschied, den wir nicht bedenken. Und deswegen trauen wir uns nicht, sowas zu sagen, weil wir ja gar nicht wissen, dass es ja auch so klingen könnte. Und dieses andere mit, sie haben sich vorgedrängelt oder, oh, was hast denn du wieder für Themen drauf? Das wäre ja wirklich unverschämt, mhm, ne? Und auch vielleicht ein bisschen respektlos oder inappropriate, ich weiß nicht, also unangemessen, ne? Aber das, was ich vorschlage, ist ja gar nicht unangemessen. Es ist einfach, du stellst mir was zu essen und ich sage, ach, das ist ja nett, ich esse gar keine Weintrauben. Mhm. Ich habe eine Weintraubenallergie. Und da wirst du ja nicht denken, boah, die Kuschik, die lade ich nie wieder ein. Ich habe extra Weintrauben gekauft. Sondern du wirst einfach denken, ach so, die hat eine Weintraubenallergie. Was sollst du sonst denken? Ich würde noch denken, wie schade, aber ich wäre dir nicht böse. Ja. Also gut gesagt. Ich würde auch denken, wie schade. Ich hatte vielleicht ein Tick schlechtes Gewissen als erste Idee. Und dann würde ich mir selbst verzeihen und am Ende wieder gucken. Ja. Hast du eigentlich für dich persönlich so Schlüsselsätze, die dich schon lange begleiten, so ein paar Lieblinge? Ja, zum Beispiel, ich finde das, ich liebe ja Abkürzungen. Finde ich großartig, weil dann so viel Zeit für andere neue, schöne Dinge bleibt. Und ich weiß nicht, heißt immer nein. Das ist eindeutig eine Abkürzung. Mhm. Ich weiß auch nicht oft, ne? Ich denke, oh, weiß ich, will ich das oder will ich, ich weiß nicht, ob ich es will. Und irgendwann habe ich mir angewöhnt, zu interpretieren, also das ich weiß nicht mit nein zu übersetzen. Ich weiß nicht heißt immer nein. Also jedes Mal, wenn ich sage, ich weiß nicht, ob ich die Hose oder die will, kaufe ich keine. Ja, ah. Wenn ich sage, ich weiß nicht, ob ich nach Tunesien will, fliege ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Mann zusammen will, sage ich, möchte nicht. Das ist also quasi ein Entscheidungstool. Ist das immer richtig? Nein. Meistens schon, aber immer nicht. Aber das ist gut, weil in der Sekunde, wo du es gesagt hast, spürst du ja dann sofort, oh Gott sei Dank, ich muss nicht nach Tunesien oder ich will den aber. Ja. Und dann hast du so einen, dadurch, dass du ja diesen Zweifel, ne, es sind ja zwei immer, hast du ja nicht ein Fell, sondern Zweifel, dass du diese zwei Dinger mal aufgehoben hast und zu einem gemacht hast, zu einer Entscheidung, dadurch kannst du ja überhaupt jetzt erstmal ein Gefühl dafür entwickeln mit, was? Nee, Moment mal. Und bist dann verblüfft vielleicht über dich selbst oder nein, ich will mit dem zusammen sein oder so. Oder du sagst, oh, ja, Gott sei Dank, ich will ja keine Hose oder was auch immer. Das ist manchmal so eine Erleichterung. Ja, total. Ja. Also auf jeden Fall. Und ich, warte mal, was war das denn? War das nicht die Hochzeit? Ja, im Buche geht es da um eine Hochzeit, wo eine Frau bei 5 Minuten vor der Trauung ihrem Trauzeugen gesagt hat, sie hat sich in einen anderen Mann verliebt und sie will sich scheiden lassen. Wo sie noch gar nicht mal geheiratet hatte. Und ja. Und dann hat er gesagt, ich weiß nicht, ist immer nein. Und dann hat sie trotzdem geheiratet und sich dummerweise in der Hochzeitsnacht noch zu erkennen gegeben und gesagt hat, sie will die Scheidung. Also ganz üble Geschichte. Oh, Wahnsinn. Hat lieber die Nummer gewählt, als die Leute nach Hause zu schicken, zu sagen, sorry, Missverständnis, gibt keine Hochzeit. Lass uns eine Party feiern über, weiß ich nicht, missglückte Entscheidung oder so. Aber das war krass. Und da habe ich das erste Mal so gedacht, so, das reicht mir jetzt. Wenn ich mal, das muss ja schlimm gewesen sein, ne? Ja. Furchtbar. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Und wenn sie diesen Satz gehabt hätte, früher, nicht im weißen Jaguar, ne? Im cremefarbenen, mit dem Hochzeitskleid schon an, dann hätte sie es einfach sein lassen können. Aber das, ich weiß nicht, bis vor den Altar zu tragen, tja, hätte man schneller haben können. Ich weiß nicht, erst einmal nein. Und das finde ich auch ein super Beispiel für das, was wir eben besprochen haben, als ich dich gefragt habe,
stoße ich nicht jemanden vom Kopf, wenn ich was sage oder kränke ich denjenigen nicht? Na klar, sie hätte ihren Bräutigam gekränkt, wenn sie vorher gesagt hätte, ich habe gemerkt, ich liebe dich doch nicht oder ich möchte dich nicht heiraten. Oder auch den Gästen zu sagen, die Hochzeit findet nicht statt. Ich würde mich ja als Gast oder Gästin fast noch mehr verarscht fühlen, ehrlich gesagt, wenn wir dann die Hochzeitsparty gefeiert haben und ich am nächsten Tag höre, dass die Braut einen Rückzieher gemacht hat, oder? Eigentlich ist es schlimmer. Ja, ich glaube, für die Leute ist es schlimmer, aber für sie in dem Moment war es das kleinere Übel, weil sie hätte ja dann da gestanden und den Leuten ins Gesicht gucken müssen. Und wenn man dann aber eine E-Mail danach schreibt oder eine Karte mit vielen Dank für die schönen Geschenke, wir sind übrigens getrennt, ist es leichter für sie. Das war einfach sehr egoistisch. Ne? Ich kenne die Frau nicht, aber ich kenne halt den Trauzeugen. Hammer. Das ist schon eine krasse Geschichte. Aber guck, da so eine große negative, für so viele Menschen auch, negative oder Situation, die hätte so leichtfüßig, so entspannt und klar verhindert werden können. Ja. So Stichwörter bei dir sind ja Klarheit, Souveränität, das sind ja Dinge, die wir uns mit diesen Sätzen vermitteln. Du hast sie zum Teil entwickelt, die Sätze, zum Teil sind sie dir zugeflogen, wie bei dieser Geschichte, die du gerade erzählt hast. Wie ist es bei dir selber? Jetzt habe ich dich gerade nach Schlüsselsätzen gefragt. Hast du auch Rituale zum Beispiel, um dich zu erden und so, dass du wieder gut bei dir sein kannst? Mhm. Ich singe ja gerne. Hm. Ja, mein Vater war Jazzmusiker, Pianist und auch noch viele andere Instrumente. Und ich glaube, meine erste Platte als Fünfjährige war Glenn Miller. Swing, Chattanooga Choo Choo. Ich habe jetzt diese Corona-Zeit auch genutzt, um Sachen zu machen, die aus mir heraus wollten und nicht mehr reagiert wie sonst und als Lieferando durch Deutschland gerannt, sondern mal geguckt, was will ich denn liefern? Mhm. Von mir selbst, ne? So, mhm. Was möchte ich denn haben? Was möchte ich denn geben? Nicht, wer will denn jetzt was haben von mir? Und da habe ich Mantras aufgenommen, weil ich kurz davor in Indien war, 3 Tage vor dem Lockdown hier reingeplumpst bin nach Deutschland und noch voll im Indien-Fieber war irgendwie. Mm. Und da gibt es ja sehr schöne Mantras. Und da habe ich ein paar aufgenommen. Und die und auch andere natürlich von anderen Menschen, klar, höre ich gerne, auch gern mal in einer Dauerschleife. Ich habe die extra lang gemacht, sind schon 7 Minuten oder 9. Und da hast du diesen Effekt, den wir auch von der Meditation haben, dass die Gehirnwellen sich einfach an diesen Alpha-Wellenzustand begeben und du ruhiger wirst und sich das Gesamtsystem beruhigt und durch dieses Mantra, also immer dieselben Worte singen oder dieselben Silben, das Gehirn ja nichts Neues denken kann, weil es ja beschäftigt ist. Ne? Ja. Also es ist eine sozusagen aktive Meditation, ne? Ja, und das mache ich gerne morgens zum Beispiel, aber auch so zwischendurch. Und dann habe ich so ein paar kleine Übungen, die ich mache. Ein Hook-up ist eine, aber die kann ich jetzt schwer erklären. Die ist so mit verschränkt, also rechte und linke Gehirnhälfte so erden, damit das Gehirn sozusagen so ein Upload kriegt, so ein Reset, ja, Bang, Neustart. Also so verschiedene kleine Sachen. Oder ich erinnere mich einfach dran, wer ich bin. Das mache ich auch. Zwischendurch, wenn es zum Beispiel mal hochhergeht in irgendeiner Konferenzetage und sich die Manager da anschreien oder eben nicht, es kurz davor ist, ich es aber schon höre und es so eine Knisterstimmung im Raum ist und die viele gar nicht aushalten, also so was Angespanntes, ne? Ja. Da erinnere ich mich dann einfach, wer ich bin und sage mir meinen Vertrag mit mir selbst, meine 3 Wörter, die ich mit mir habe und danke danach, das reicht. Dann weiß ich wieder, wer ich bin und denke, naja, dann ist ja gut. Und dein Vertrag, aber das ist was, das wolltest du jetzt nicht verraten, oder? Nee, genau, das habe ich seit über 30 Jahren, diesen Vertrag mit mir gemacht. Aber es gibt auch noch einen anderen, den ich habe, den habe ich selbst sozusagen entwickelt. Der ist aus diesem Drama-Dreieck herausgeboren und das ist der sogenannte Gestaltervertrag oder Gestalterinnenvertrag, den ich mit mir habe. Da kann ich dir gern die Worte sagen, wenn du die möchtest.
Das ist, wenn ich voll in meiner Kraft bin, gibt eine kleine Übung, wie du da hinkommst. Ich mache jetzt einfach das Ende schon direkt. Wenn ich voll in meiner Kraft bin, dann bin ich souverän, klar und geistreich. Und die Frage ist also, wenn es gerade holprig wird, die ich mir dann stelle, nicht, was soll ich jetzt machen? Denn die Antwort daraufhin ist logischerweise, ich weiß nicht. Sonst würde ich mir die Frage ja nicht stellen. Das bringt also überhaupt nichts. Sondern ich frage, was würde denn jetzt eine souveräne, klare und geistreiche Frau machen? Ah. Und darauf habe ich immer eine Antwort. Das ist eine sogenannte hypothetische Frage, also eine What-If, eine angenommen Frage. Und das Gehirn liebt diese Art von Perspektivwechseln und spuckt ganz erfreulich und zuverlässig tolle Antworten aus. Das ist großartig. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin gerade irgendwie total verzweifelt und unsicher über eine Situation oder sowas, ne? Mir ist ein Fehler passiert, oh Gott, wie blöd bin ich denn und so weiter. Und dann kommt man ja in so einen inneren Aufruhr, Energie steigt nach oben und dann fällt einem gar nichts mehr ein. Und dann, was würde jetzt eine souveräne, klare, geistreiche Frau tun? In meinem Fall, ja. Genau. Und bei dir würden wir dann auch den Vertrag rauskriegen, weil ich ja weiß, wie das geht, wie wir da hinkommen. Und dann hätte ich dir ja gerne schenken. Da müssen wir dann mal anders nochmal telefonieren. Oh ja. Den kriegen wir relativ schnell. Ja, willst du machen? Dann schenke ich dir. Den kriegen wir dann raus. Brauche ich vielleicht so eine halbe Stunde am Telefon oder so. Und dann hast du den und das spürst du auch. Du spürst, ob das stimmt oder nicht. Du weißt das. Mhm. Und wenn du das dann hast, den Vertrag mit dir selbst, dann bist du immer safe, weil dann bist du ja mit deiner besten Version unterwegs und nicht mit der, die jetzt gerade nicht weiß, was sie sagen soll, machen soll, reagieren soll oder so. Die andere wird es dir dann schon sagen. Großartig. Ich nehme dich beim Wort, liebe Karin. Ja, ganz gut. Das war doch auch ein Satz, immer für Moment. Zu haben. Gut, dann nehme ich dich beim Wort. Ah, stimmt. Stimmt, Mann, du bist ja echt gut informiert. Halleluja. Ich habe doch meine Liste hier. Also, das wäre mir jetzt gar nicht... Das war jetzt kein Scherz. Ich habe die Liste ausgedruckt. Es ist wirklich cool, die dabei zu haben. Manchmal mache ich das jetzt zu Hause zum Spaß. Dann kommt mein Mann und sagt, boah, ich bin irgendwie fertig, weil... Dann sage ich, Moment, ich gucke mal auf den Zettel von der Karin, ob ich einen Satz für dich habe. Der Arme. Da bin ich ja schon voll beliebt in deiner Familie. Bis jetzt findet er es cool. Das ist jetzt genau, das ist dass man schön. Auch den richtigen Ton findet, dass es nicht belehrend ist. Ne? Also ich frage möchtest du einen Satz? Genau, das muss man erst mal fragen. Genau. Ja, und oft ist es aber tatsächlich so, dass die Leute, ich kriege ja ganz viel Feedback im Moment, erleichtert sind. Das ist eigentlich die Reaktion, die am meisten kommt. Das Buch ist ja irgendwie in diese Spiegel-Bestsellerliste reingeschossen in Woche 1 und da hält es sich immer noch auf. Toll. Und ja, und daher, es hat so ein Eigenleben entwickelt und will irgendwas. Und das meiste Feedback ist, dass die Leute sagen, ich hätte nie gedacht, dass man so viel Tiefe leicht nehmen kann. Also, es kommt immer das Wort, wie auch immer, jeder redet ja anders, Tiefe und leicht. Ja. Immer. Was ja sich eigentlich erstmal widerspricht, aber irgendwie habe ich es wohl hingekriegt, durch diesen leichten, schwungvollen Tonfall da die Tiefe entspannt vielleicht rüberzubringen. Oder ich nehme es an zumindest. Also mir geht es so und zwar auch, weil du zu jedem Satz eigentlich eine meistens amüsante Geschichte erzählst. Und das andere ist, dass diese Sätze einen so wahnsinnig erleichtern. Weil man eben nicht den Quatschi im Kopf, was einen so beschwert und einem die Sachen auch schwer macht, dass man denkt, das kann ich nicht bewältigen. Und mit dem Satz ist es so, oh ja, genau, ach ja, so könnte ich es auch. Und das ist auch ein tolles Thema, weil das wollte ich dich nämlich auch fragen. Es geht ja im Grunde um die Kraft von Sprache, um die Macht von Sprache. Und es ist aber so vieles ja in uns, ich sag mal, vieles, was uns steuert, ist ja eigentlich auf so eine tiefere Ebene des Unterbewusstseins schon gesackt. Das ist ja wortfrei oder nicht mehr in Sprachform abrufbar. Und deshalb können wir es manchmal auch so schwer ergründen, warum wir uns so und so verhalten. Und dann finde ich es total faszinierend, dass eigentlich doch wieder mit der Kraft der Sprache wir da irgendwie rankommen. An diesen tiefen, tief gesackten Sachen, die uns so steuern. Ja, und dass du auch gar nicht mehr nachdenken musst, weil wenn du eben
3 oder 5 oder von mir aus 10 wirklich in petto hast, wohl ausgewählt vielleicht für jede Situation eins, also einmal Abgrenzung, einmal Selbstgespräch, einmal Wertschätzung oder so, dann kannst du dir, hast du wie so einen Köcher da hinten auf dem Rücken und dann ziehst du halt einfach da so einen Pfeil raus und dann, und dann merkst du, ach so, war ja einfach. Und so soll es ja auch sein. Das soll dich ja einfach nur wieder in deine Kraft bringen. Jeder hat ja seine Kraft. Die Sätze erinnern einen ja nur dran und machen es leicht und sind natürlich eine Abkürzung. Und wenn die anderen dann aber die Zuhörer, ne, die den Satz dann gehört haben, ja in der Regel in der Verblüffung landen und erstmal denken, what? Was war denn das jetzt? Und sich die Sache deeskaliert deshalb, und das ist ja zu 99% der Fall, also die sind ja wirklich wasserdicht, die Sense, die habe ich ja sowas von überprüft. Waren auch viele, die ich nehmen wollte, die habe ich sein lassen. Habe ich gesagt, nee, ist mir zu, ist nicht safe. Da müsste ich zu viel erklären, das kommt dann falsch an oder so. Also die, die da drin stehen, sind wirklich sturmerprobt. Und und dadurch wird es dann halt leicht. Und dann mache ich nicht mehr, die Karin hat den Satz gesagt, ich habe den aufgesagt und dann wurde es leicht. Nee, ich habe dich in deine Kraft gebracht durch diesen Satz. Okay, da gehe ich mit. Und dann bist du ja wieder du. Und dann bist du ja in deiner Kraft und dann braucht mich ja niemand mehr. Es gibt so vieles, was wir intellektuell verstehen und trotzdem aber dann nicht auf die Kette kriegen. Also du sagst, wir sind Wissensriesen und Umsetzungszwerge. Da sind wir auch nochmal an diesem Punkt. Also wie verinnerliche ich das wirklich? Ne? Dass ich eben nicht den Satz so hersage. Wir haben schon gesagt, ja, ein gewisser Ton, eine Souveränität, da muss ich ja auch hineinfinden. Ja, dazu sind die Kapitel hoffentlich eine Hilfe, dass durch die Geschichten, durch dieses Storytelling, was ich ja massiv betrieben habe, plötzlich diese Hemmschwelle, weißt du, kleiner ist und diese Ladehemmung mal wegfällt, weil plötzlich das so fast schon lapidar banal einfach daherkommt manchmal, also die in der Geschichte meine ich jetzt, dass die Menschen ja beim Lesen denken, ja, wie, das kann ich auch. Wie jetzt? Das ist ja ganz einfach. Fast schon so wie, das war's. Und ja, das ist es ja. Ja, das war's. Genau das war's. Nur das. Das ist lustig, weil du hast eben Verblüffung gesagt und das ist tatsächlich in zwei Richtungen. Ich selber bin verblüfft, wenn ich dann so einen Satz lese und denke, ja genau. Und wenn wir ihn bringen, ist unser Gegenüber verblüfft. Und im Zweifel lachen wir dann gemeinsam. Das ist wirklich sehr, sehr schön, dieses Verblüffungsding in beide Richtungen, finde ich. Ja, das stimmt. Ja, interessant. Genau, habe ich so noch nie gesehen. Stimmt. Heute Morgen hat eine Frau auf Instagram genau das, deinen Lieblingssatz gepostet. Sie hat heute so gepunktet im Verlag, indem sie wie gesagt hat. Und da war eine Riesengeschichte plötzlich klar für alle. Und sie war sich sicher, dass es ja früher viel länger gedauert hätte. Und dann wäre noch das und das und das. Und jetzt, ja, wie gesagt, ne? Ja, okay, tschüss. Und dann war es plötzlich vorbei. Man könnte auch sagen, ja, dann, du darfst mich ruhig beim Wort nehmen, ne? Also ich habe es dir schon gesagt, aber es wäre dann wieder belehrend und so ein bisschen Lecturing und so. Ist einfacher zu sagen, naja, wie gesagt, ne? Es ist so cool. Es ist Ende da an der Stelle. Es ist wirklich so, so cool. Es ist Ende, wirklich. Wie bei und ist eben halt auch Ende. Du hast ja eben schon gesagt, dass du viel mit Top-Managern gearbeitet hast und, glaube ich, auch noch arbeitest, obwohl du jetzt deine Türen ganz weit für alle aufgemacht hast. Das war sonst eher exklusiv, Top-Manager, Celebrities, ne? Ja, genau. Ohne, dass du jetzt zu viel über einzelne konkrete Personen verrätst. Mit welchen Anliegen kommen sie so zu dir? Wie können wir uns so ein Coaching vorstellen? Na, meistens gibt es schon bei dem Anliegen eine Verwirrung. Es gibt ja immer sowas wie eine Auftragsklärung. Dann sage ich, wenn unser Coaching richtig gut gelaufen ist, was ist denn danach anders? Das ist ein intelligenter Satz, der ziemlich viel bringt. Du könntest natürlich auch fragen, oder ich könnte auch fragen, was erwünschen Sie sich von Ihrem Coaching, was wollen Sie denn lernen? Da kriege ich aber eine andere Antwort. Wenn ich aber ins Ziel gehe und sage, was ist danach anders, nicht besser, sondern anders, dann kriege ich vielleicht sowas wie, dann bin ich souverän,
dann traue ich mir mehr zu, dann bin ich mutiger und dann ist mir egal, was jemand denkt. Kriege ich das vielleicht als Antwort? Wenn ich aber vorher gefragt hätte, was wollen Sie denn lernen? Ja, Mitarbeiterführung, die machen halt nicht, was ich sage. Das ist echt, die machen sich kein Bild. Das ist unmöglich, ja. Und dann hätte ich das vielleicht als Antwort bekommen mit, ja, ich brauche mal so ein paar Tools, ein paar Tricks, ding, 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 ding oder so. Ja, und das, ja, da ist, beginnt ja schon das Coaching, das ist womöglich der falsche Ansatz. Und insofern kriegen die meisten nicht das, was sie dachten, was sie wollten, aber im Endeffekt genau das, was sie brauchen. Das, was sie weiterbringt, ne? Also da fehlt tatsächlich die Vorstellungskraft oft, was ist es denn wirklich, was ich vermisse in mir drin, was ich haben möchte, damit ich glaube, dass ich besser führen kann. Und nicht, was sollen denn meine Leute mal ändern, damit ich endlich mal ein besseres Team habe. Das ist ja die Ursache im Außen suchen. Und dann sage ich mal, ja, dann müssen wir ja Leute schicken, dann coache ich die. Weißt du, geht ja nicht. Kann ja nicht machen, dass seine Mitarbeiter besser hören. Wie soll denn das gehen? Also... Ja, also aber um die Themen zu nennen, also Abgrenzung ist ein Riesenthema für Frauen vor allen Dingen. Bei Männern ganz klar Selbstführung, da, also das kommt ja vor Führung. Auf jeden Fall, wie soll ich das nennen? Tja, es ist so eine ganz komische Selbstüberschätzung im Land vorhanden, ist mein Eindruck. Die aber aus so einem Mangel entsteht. Also die Menschen sind unsicher, offensichtlich ganz schön doll, ganz unsicher und tarnen das mit so einem, ja, yeah, hab ich schon tausendmal gemacht. Ja. Hör ich drauf, ja, ding dong dang, so. Und das ist natürlich, ja, interessant auf jeden Fall für mich. Und da ich ja nicht antrete, um die Themen für die Leute zu lösen, sondern sie in die Situation bringe, dass sie merken, was eigentlich ist. Das ist ja Coaching, alles andere wäre, ich berate oder trainiere oder so. Aber die klugen Fragen eben so zu stellen, dass der andere durch die kluge Frage eine Antwort kriegt, die er eben nie gekriegt hätte, von sich selbst bekommen hätte, wenn es eine andere Frage gewesen wäre. Das ist ja eigentlich gutes Coaching. Ne? Also weil auf gute Fragen gibt es halt bessere Antworten. Und ja, dass die Menschen mehr dahin kommen, dass sie sich mal selbst erkennen. Also hohes Bewusstsein ist mein Ziel für jeden, der mit mir arbeitet, dass die Menschen sich selbst bewusst sind. Wir brauchen also nicht nur die richtigen Sätze, sondern auch die richtigen Fragen. Ja, auf jeden Fall. Fragen sind toll. Also Fragen sind wichtiger als Antworten auf jeden Fall. Ich würde gerne noch über einen sehr, sehr starken Satz in deiner Sammlung sprechen, den wir oft selbst nicht glauben wollen. Du hast immer die Wahl. Echt jetzt? Haben wir immer die Wahl? Ja, klar. Auf jeden Fall. Sagt ja selbst Nelson Mandela, und der war 27 Jahre hinter Gittern und wusste es nicht mal, weil die Verurteilung war ja lebenslänglich. Er wusste ja nicht mal, dass es nur 27 Jahre werden. Und selbst der sagt ja, du hast es immer in der Hand. Er kann in der Sekunde, wo er auf Robben Island in diese 2 Quadratmeter Zelle reinkommt, kann er sich jetzt als Opfer fühlen, was völlig logisch wäre, da er offensichtlich ein Opfer ist. Ja, also er wird ja verhaftet, er ist Opfer der Justiz, wie auch immer. Und er muss jetzt da rein. Okay, das ist jetzt also ein Fakt. Und jetzt kann man aufhören zu denken, ich muss jetzt hier sein, Ende. Und jetzt hat man die ganzen Müssergefühle wie Frustration, Ärger, Wut, Enttäuschung, Lebenswille verloren. Oder ich bringe jetzt einen ich bin eh schon hier, kann ich auch einen umbringen. Oder ich kann mich umbringen oder für Randale sorgen oder Depression kriegen. Es gibt viele Möglichkeiten, damit umzugehen. Und eine Möglichkeit ist eben auch zu sagen, jetzt, wo ich hier sein muss, und das ist ja ein Muss, wie will, und jetzt macht er den Turnaround, jetzt geht er ins Wollen, ne, in die Selbstermächtigung, wie will ich mich denn dann fühlen? Was will ich denn dann denken? Und wie will ich mich denn dann verhalten?
Und wenn du diese drei Fragen, da haben wir es wieder, Fragen, Antworten, stellst, na, dann merkst du ja, was du denkst, fühlst und wie du dich verhältst, na, bestimmst ja immer noch du. Und daher, ja, du hast immer die Wahl, wie du dich fühlst, was du denkst und wie du dich verhältst. Ich finde, das ist gerade so eine wichtige Botschaft. Also wir haben ja durch Ereignisse, die gefühlt über uns hereinbrechen und wir können nichts daran ändern. Sowas wie die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg, kann auch ein schwerer Unfall sein. Das sind ja alles Dinge, die in der letzten Zeit vielen, vielen Menschen das Gefühl gemacht haben, boah, ich kann eben nicht bestimmen über mein Leben, das bestimmt über mich. Und das finde ich so, so eine schöne, wichtige Botschaft, was du gerade sagst. Ja, doch, ich habe die Wahl. Ich habe immer noch die Wahl, wie ich damit umgehe, wie will ich sein. Ja. Wie will ich mich fühlen, während ich hier im Lockdown sitze und allein bin und keiner da ist? Was will ich denken, während ich hier sitze, während ich nichts verdiene und keiner anruft? Was? Also das ist ja alles Chefsache. Und wir sind ja die Chefs. Ich kann das ja alles bestimmen. Ich hätte die schlimmsten Jahre meines Lebens haben können. Wenn man es rein faktisch sieht, war das eine Vollkatastrophe. Für zum Beispiel für mein Business. Also es war eine Vollkatastrophe. Ich habe das aber nie so gesehen. Ich habe das gesehen, was hier stattfindet, mich gewundert. Und dann dachte ich, wow, vielleicht ist das ja jetzt die größte Chance, die ich je hatte, um mit mir in Kontakt zu kommen, um mal zu gucken, was will ich denn eigentlich und was möchte ich denn geben überhaupt und wie kreiere ich denn eigentlich Fülle, wenn keine da ist? Wie kann ich mal bitte hier ein bisschen kreativ werden gerade? Und man konnte sich ja bei Corona zum Beispiel, konnte sich ja jeder super gut, der Lust hatte, erkennen. Also es war ja ein Brennglas, was sich aufs Land und die Welt gelegt hat. Ja. Und jeder konnte sich ja, hat ja die allerbeste Zeit, den Workshop seines Lebens mit sich selbst zu feiern. Wie gehe ich mit Regeln um? Wie gut bin ich im Einhalten damit? Was halte ich von Solidarität? Wie revolutionär bin ich vielleicht in mir? Wie wichtig ist Freiheit? Weiß der Kuckuck, will ich aufräumen oder nicht? Wie will ich mich verhalten? Ja, was mag ich an mir, was nicht? Also niemand konnte sich ja besser erkennen als der Mensch, der im Corona hier die Sachen erlebt hat. Und was ist dann, außer dass du Mantras aufgenommen hast, was ist dann bei dir, bei dir passiert? Na, dass ich das ganze Businessmodell umgestellt habe, dass ich eben nicht mehr sage, okay, 85% Top-Manager und Pitch-Trainings und sowas und 15% Schauspieler, was ja so ungefähr die oder 80-20 vielleicht war, sondern dass ich jetzt halt meine Pforten sozusagen öffne für die ganze Welt und mal aufhöre mit diesem Geheimstatus und Exklusivstatus und mal Produkte kreiere, die ich gerne kreieren möchte. Nicht, weil sie jemand abfragt, weil wir brauchen einen Workshop wie zum Thema auf einer Dreitageskonferenz in Prag, sondern was will ich denn geben? Und ich will eben Selbstführung geben. Ich will Souveränität geben, ist mir ein Anliegen, weil ich wirklich glaube, dass das Leben so viel leichter ist, als wir denken. Und ich möchte hier einfach meinen Beitrag leisten. Das kann ich ja machen, indem ich Kartensets habe ich jetzt kreiert und Videokurse, die sich die Menschen auch mal leisten können. Weißt du, 15 Euro für ein Buch hat ja nun jeder, aber tausende Euro für einen Tag eben nicht. Und ich wollte da raus, dass es mich nur exklusiv für einen bestimmten Kreis gibt. Ich will jetzt da sein für jeden. Cool. Und deshalb haben wir jetzt auch dein Buch, ne? Du hast ja deine Geheimnisse die ganze Zeit immer nur in Anführungszeichen mit deinen Klientinnen und Klienten geteilt. Und die haben dich auch ein bisschen hingeschubst. Kannst du das mal aufschreiben, Karin? Ja, nee, anders noch. Es war ja fast so, genau. Es wurde ja immer so ruhig am Telefon, ne? Das ist dann der Moment, wo die Leute mitschreiben. Und ich habe Telefoncoachings ja ganz lang gemacht, lange vor Corona. Die Idee war vorher da. Und dann sagen sie meistens, weil sie ja nichts sagen, ich schreibe gerade mit. Und ich sage, ja, ich weiß. Und irgendwann dachte ich, die schreiben alle dieselben Sätze. Und dann dachte ich, schreibst du mal auf, scheint ja gut zu sein, der Satz. Und dann habe ich aufgeschrieben, wer mich ärgert, bestimmt immer noch ich, es war der Erste, weil den jeder toll fand, weil er ja auch so ein gewisser Trotz mitschwingt und so ein Moment mal, ne?
Und dann kamen die anderen mit dem Pflaster und den Sorgen und dieser, was waren das? Das Leben wird leichter, wenn wir eine Entschuldigung akzeptieren, die wir nie bekommen haben. Ist kein Kapitelsatz, ne? Aber es findet irgendwo auch im Buch statt. Mhm. Und wenn die Leute, die haben dann immer diese Sätze aufgeschrieben und da dachte ich, ne, das mache ich jetzt, das schreibe ich jetzt mit. Und das ist schon witzig gewesen, dann seine eigenen Sachen mitzuschreiben. Aber ich hätte sie sonst nicht erinnert in der Dichte. Und daraus, weil ich Storytelling eben liebe und ja selbst lang genug Storys erzählt habe, Radiomoderatoren, Filme und so weiter, dachte ich, na, dann machst du das in Kurzform, weil 300 Seiten schreiben kann ich nicht, aber 50 mal 8 Seiten, das kann ich. Das ist auch sehr angenehm als Konsument und Konsumentin, wenn es nicht immer gleich ein 300-Seiten-Buch ist. Ja, das ist dann wie so ein kleines Schatzkästlein, ne? Was man so immer mal. Ich kann es gar nicht genau wissen. Ja. Wie es wäre, wenn ich es nicht kennen würde, wenn ich es nicht zufällig geschrieben hätte. Also ist nicht so, dass du denkst, boah, schon wieder was Neues. Nee, sowieso nicht. Frage ich dich. Nein. Mhm. Naja, gut, ich bin ja eh auf diese ganzen Sachen neugierig. Meine ganze Podcast-Serie lebt davon. Ich habe jetzt mit dir, bin ich fast beim 90. Gespräch, glaube ich, was ich in der Serie gemacht habe. Und ich liebe es. Ich kriege so viel tollen Input. Ich habe so tolle Leute im Gespräch, wirklich. Ich bin einfach voll happy damit. Ja, toll. Ja, ist wirklich wunderbar. Deine Karten. Jetzt sprechen wir noch über dein Geschenk. Erzähl mal, was das genau ist. Ach so. Na, das sind Tools. Also es sind gar keine Sprüche, so, die im Buch irgendwo stehen oder so, sondern ich habe mir überlegt, na, ich könnte doch kleine Tools, also Sachen, die man wirklich liest und sofort versteht und sofort umsetzen kann, die könnte ich doch mal so in die Welt bringen. Und da habe ich meine Top 5 Geschenke zusammengestellt und ja, könnt ihr euch dann runterladen oder wie auch immer verschicken, wie auch immer man das machen möchte. Das sind ja digitale Karten. Und das ist doch schön. Da ist zum Beispiel ein Evening Check dabei, ein Ritual, das man abends machen kann, was unheimlich schön ist, den Tag zu beschließen mit einer Gewohnheit, wo der Tag dann auch wirklich abgeschlossen bleiben darf und dann mal der Kopf zur Ruhe kommt und man dann auch einschlafen möchte. Hm. Weil die Sachen vorher geklärt hat, ne? Und das ist zum Beispiel auch dabei. Das ist der sogenannte Evening Check. Das klingt super. Da freue ich mich schon drauf. Und den Link finden unsere Hörerinnen und Hörer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Und dann, ich bin mal gespannt darauf. Ja, und wir machen noch deinen Satz, ne? Dein Vertrag. Ja, irgendwann. Da freue ich mich auch super drauf, ne? Ich nehme dich beim Wort, liebe Karin. Auf jeden Fall, sei realistisch, erwarte Wunder. Gut. Ich habe immer noch am Schluss eine Frage, die möchte ich dir auch stellen. Oh. Was ist für dich persönlich Glück? Glück ist anlassfrei für mich. Wenn ein ruhiges, warmes, wohliges Gefühl sich ausbreitet, völlig ohne Grund. Und das ist dann größer als Zufriedenheit. Das ist für mich Glück. Und Dankbarkeit darf sich auch mit reinmischen, dass man überhaupt am Leben ist, zum Beispiel. Jede Nacht sterben so um die 1 Million Menschen. Ne? Kann man ja eigentlich auch mal mit Danke beginnen, den Tag. Wow, ich bin nicht dabei. Dieses ruhige, dankbare, anlassfreie Gefühl. So wunderschön. Ich danke dir so sehr, liebe Karin. Gern geschehen. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, du hast ein paar Lieblingssätze entdeckt. Und ich freue mich, wenn du mir schreibst, was du dir heute mitgenommen hast aus dem Gespräch mit Karin Kuschig. Schreib mir gern an jutta@juttaribrock.de. Und eine Riesenfreude kannst du uns beiden machen, wenn du uns eine kleine Bewertung hinterlässt. Ganz vielen lieben Dank dafür. Noch mehr Anregungen für einen bewussten Lebensstil und ganz viel Lebensfreude gibt's auf einfachganzleben.de und noch mehr tolle Podcasts auf
podcast.argon-verlag.de. Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle 2 Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.